Digitale Sprechstunde. Vom Hamburger Abendblatt und Asklepios mit Vanessa Seifert. Mann oder eher Frau nimmt plötzlich zu an Bauch, Beine, Po. Und man denkt sofort, naja, falsche Ernährung, zu wenig Sport gemacht. Das muss aber gar nicht stimmen. Die Ursache dieser unkontrollierten Fettvermehrung kann ein Lipödem sein. Was genau das ist, darüber wollen wir heute sprechen in der digitalen Sprechstunde. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf meinen Gast. Dr. Jörg Elzner ist bei mir. Er ist Chefarzt für plastisch-ästhetische, rekonstruktive und Handchirurgie und eigentlich gleich an drei Asklepios-Kliniken, nämlich vor allem in St. Georg und Harburg, aber auch in Barmbek tätig. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, freue mich auch. Ja, was ist das Lipödem? Was genau versteht man darunter? Im Endeffekt ist das eine krankhafte, lokalisierte Fettgewebsvermehrung, die, und das ist der ganz wichtige Punkt gegenüber normaler Übergewichtigkeit, an gewissen Stellen nur auftritt. Das sind vor allen Dingen Beine, Oberschenkel betont, aber auch Oberarme, weniger am Stamm und niemals Gelenke betrifft und ganz wichtig als Unterscheidungsmerkmal, auf Druck Schmerzen verursacht. Ah, okay. Und es trifft, ich habe das schon gesagt, vornehmlich Frauen oder nur Frauen. Richtig. Nur Frauen. Woran liegt das? Die genaue Ursache kennt man noch nicht. Man vermutet aber, dass es einen hormonellen Einfluss hat, dass es mit Östrogen zu tun hat. Dafür spricht zum Beispiel, dass es vor der Pubertät nicht auftritt, aber mit der Pubertät auftritt und auch in den Wechseljahren nochmal Veränderungen erfahren kann. Wie gesagt, endgültig geklärt ist es nicht, aber man hat große Indizien dafür, dass das mit dem Hormonstoffwechsel zusammenhängt. Das heißt, es gibt sehr junge Patientinnen dann schon im Teenageralter? Der Peak sozusagen, die Spitze ist zwischen 20 und 30. Okay, und es fällt dann erstmal auf, dass die Frauen sagen, Mensch, ich nehme zu, obwohl ich gar nichts anderes mache als sonst. Und halt immer lokalisiert. Das heißt, was ist wirklich Oberschenkel betont, Oberarm betont, kann dann aber auch Unterschenkel betreffen. Aber das Primäre ist, dass es so mit leichten, wie man das im Volksmund sagt, Reiterhosen losgeht. Und dass die dann immer voluminöser wird, bis es dann wirklich im Endstadium des Lipödems richtige Hautlappenüberschüsse mit Fettgewebe nimmt. Wir nennen das Wannenbildung. Das heißt, sie haben wirklich riesige, große Hautareale, die regelrecht wirklich über die normale Struktur hinaus sichtbar sind. Und wann gehen die Frauen zum Arzt? Ich könnte mir vorstellen, viele sagen jetzt erstmal, naja, ich mache mal eine Diät oder ich muss mich mehr bewegen. Also es dauert in der Tat oft zig Jahre, bis die richtige Diagnose gestellt wird. Es wird dann oft gesagt, naja, meine Essgewohnheiten stimmen nicht, ich mache zu wenig Sport. Das hat aber damit nichts zu tun. Sie können Diät machen, Sie können Sport machen, das geht damit nicht weg. Und es kann auch jede treffen. Also ich kann vorher sehr sportlich gewesen sein, mich gesund ernährt haben und kann das trotzdem bekommen. Erkrankung. Und wenn man bedenkt, ist natürlich die Dunkelziffer ist hoch, aber man vermutet, dass es jede 10. Frau in Deutschland hat. Das ist schon ein Wort. Ja, das sind gar nicht wenige. Das sind gar nicht wenige. Und dann ist es halt, dass es wirklich irgendwann auftritt und man ganz lange rumdoktert, was ist es? Weil es auch so ein bisschen unspezifisch ist. Natürlich, okay, Druckschmerzen merkt man, wenn man es anfasst. Man merkt aber weniger, wenn man zum Beispiel im Laufe des Tages wird es schlimmer. Also morgens wacht man auf, geht so, man ist im Tag aktiv und abends werden die Beine schwer. Aber auch da merkt man dann oft nicht, dass, was normalerweise hilft, wenn man zum Beispiel mit Venen Probleme hat, dass dann, wenn man die Füße hochlegt, das ein bisschen besser wird. Ja. Das alles macht keine Besserung beim Lipödem. Das sind alles Indizien, wo man sagt, das muss dann in die richtige Richtung gehen und man muss sich das mal vom Profi genauer anschauen lassen. Genau, das ist also ganz wichtig. Und da kommen wir jetzt auch, glaube ich, schon zur Diagnosestellung. Denn wie stellen Sie die Diagnose und differenzieren das ja auch von anderen Erkrankungen? Man könnte ja auch sagen, naja, ist Adipositas, also krankhaftes Übergewicht zum Beispiel. Also es ist primär eine klinische Diagnose. Sie machen eine genaue Anamnese, das, was ich gerade so ein bisschen erläutert habe. Wann tritt es auf? Ab wann ist es aufgetreten? Merken Sie so eine tagesunabhängige Form oder ist es tagesformabhängig? Da muss man ganz klar sich das anschauen. Es gibt diese verschiedenen Stadien, die sind dadurch bedingt, dass man sagt, am Anfang ist es so ein bisschen Reiterhose mit einer glatten Haut, dann wird es so ein bisschen orangenhautmäßig mit größeren Dellen und im Schluss ist dann diese enormen Hautweichteilüberschüsse mit dieser Wannenbildung. Und dann, ganz klar, man muss es auch anfassen. Man hat eine, in dem Anfangsstadium nicht so besonders, aber im fortgeschrittenen Stadium zunehmende Verdickung und Verhärtung des Unterhautfettgewebes. Das zusammen ist eigentlich in 90% der Fälle eine Diagnosesicherung. Ja. Und dann muss man, und das macht dann die restlichen 10% andere Erkrankungen ausschließen, indem man zum Beispiel sagt, ist eine Venenerkrankung da, ist eine sonstige Lymphsystemerkrankung da. Das kann man dann zum Teil mit apparativer Methodik machen, also ein Ultraschall, im schlimmsten Fall auch mal eine Computertomographie oder eine Kernspintomographie. Aber das sind die Ausnahmen. In meisten Fällen sieht man da mit einer Ultraschalluntersuchung eigentlich,
ob es eins ist oder ob es keins ist. Okay, und wie schnell schreitet das voran, wenn Sie sagen, verschiedene Phasen gibt es ja? Wie lange dauert das, bis dann die Hautlappen da sind? Das ist total, das ist leider total unterschiedlich. Da kann man nicht sagen, das ist immer der Weg von A nach B und dann irgendwann landet es bei Z, sondern es gibt einige Patientinnen, die sagen, ich habe es eigentlich immer im Stadion 1. Andere geht das rapide ins Stadion 3 über. Bei einigen bleibt es auf die Oberschenkel betroffen, bei den anderen geht es fortschreitend bis zu den Unterschenkeln. Also da kann man keine Gesetzmäßigkeit finden, das ist absolut vielfältig. Nun kann ich mir vorstellen, das ist ja insbesondere für Frauen, aber überhaupt eine ästhetische Einschränkung, die natürlich auch furchtbar nervt und zudem noch wehtut, dass manche dann sozusagen abbiegen Richtung Schönheitschirurgie und sagen, ich lass das entfernen. Richtig. Das ist leider das, was man sagen muss, wo es dann auch in meinen Augen in eine falsche Richtung abgeht. Denn ja, natürlich ist Ästhetik wichtig. Aber wichtiger ist wirklich die klinischen Beschwerden, die Schmerzhaftigkeit, die Lebensqualitätseinschränkung durch diese Beschwerden. Und wenn Sie einmal in Richtung Schönheitschirurgie abgebogen sind, dann sind auch die Möglichkeiten nicht mehr da, dass man es als Krankheitsbild behandelt, beziehungsweise dass die Kosten von den Krankenkassen übernommen werden. Das ist nicht ganz unerheblich, da wollen wir vielleicht nochmal drauf schauen. Da hat sich was verändert, glaube ich, vor 4 Jahren, ne, dass man gesagt hat, man erkennt das an als eine Erkrankung, die eine Kassenleistung sein kann, wenn die Klinik, glaube ich, entsprechend auch zertifiziert ist dafür. Absolut. Also es war im Endeffekt eine Überlegung, dass man gesagt hat, es gibt resistente Patientinnen, die unter konservativer Therapie keine Besserung haben. Was heißt konservativ? Sie kriegen eine hochkomplexe Entstauungstherapie, die muss lebenslang durchgeführt werden bei einem entsprechend ausgebildeten Physiotherapeuten. Sie müssen Kompressionswäsche Tag und Nacht 24 Stunden anziehen. Und sie müssen da wirklich gucken, dass sie andere Erkrankungen und ihre Ernährung umstellen und andere Erkrankungen natürlich ausschließen. Und dann hat man gemerkt, trotzdem, es hilft nichts. Und dann hat man gesagt, okay, wir starten einen Versuch an gewissen Kliniken, wenn diese Patientinnen konservativ keine Besserung erfahren haben, über ein halbes Jahr, das ist die Grenze, und den berühmten Body Mass Index nicht über 40 sind. Das heißt, dann müsste man erstmal auch die Übergewichtigkeit behandeln. Ja. Dann kann man das mit einer Liposuktion behandeln. Da gibt es einen GBA-Beschluss, das ist ein gemeinsamer Bundesausschuss, der hat das 2019 festgelegt, 2020 ist es dann in Kraft getreten und die Ergebnisse, und das kann dann auch wieder eine Neubewertung zeigen, werden jetzt wahrscheinlich Ende 2024 vorliegen. Ja. Und bis dahin galt es, eine gewisse Zertifizierung mussten Sie durchlaufen, dann dürfen Sie an der Klinik nur, und das ist das einschränkende Lipödem im Stadion 3, also dem schlimmsten Fall, wo Sie diese bekannte Wannenbildung und extremen Hautüberschüsse, dann dürfen Sie es in der Klinik behandeln. Okay, ist eigentlich auch ein bisschen schade, dass man es nicht präventiver macht. Ne? Wenn man absolut. Schon im ersten Stadion, könnte man ja auch schon sagen. Haben Sie völlig recht, vor allen Dingen, weil es klinisch so ist, dass Sie oft im ersten oder zweiten Stadium stärkere Schmerzen als im dritten Stadium haben. Vielleicht kommt das noch. Okay, aber das ist also nochmal ganz wichtig, auch für die Hörerinnen, dann zu sagen, ich gehe zu einem Facharzt, an ein Zentrum und lasse erstmal die Ursache abklären, bevor ich sozusagen selbst Geld in die Hand nehme. Denn das ist teuer, oder? Was kostet so ein Eingriff? Zigtausende. Und das, was man auch bedenken muss, was ich vorhin erwähnte, dieser Rückweg in die Krankenkassenvergütung ist dann auch eingeschränkt. Und wenn man einmal selbst gezahlt hat, ist man raus. Hat man eingestanden, dass man eigentlich nur ein ästhetisches Problem hat und kein medizinisches. Und dann auch ganz wichtig, Sie müssen, sobald Sie einen sogenannten Schönheitseingriff machen, 19% Umsatzsteuer zahlen. Das heißt, es wird auch nochmal teurer. Also wir fangen da im mittleren vierstelligen Bereich, der dann hochgehen kann bis zum mittleren fünfstelligen Bereich. Aber ich glaube, da ist es ganz wichtig, würde ich sagen, dass wir heute ein bisschen darüber aufklären. Denn das ist nicht so bekannt, denke ich, dieses Krankheitsbild überhaupt und dann die Tatsache, dass die Kasse teilweise übernehmen könnte. Richtig. Natürlich ist es so, wenn Selbstzahlerleistungen antreten, dann ist auch, wie soll ich sagen, die Bereitschaft auch da, das anzunehmen, auch im ärztlichen Bereich. Und da muss man ganz klar sagen, was auch in diesem GBA-Beschluss steht, es gibt auch mittlerweile eine sogenannte Leitlinie, da steht auch die Behandlung drin, steht primär drin, dass es plastische Chirurgen sein sollen oder operativ tätige Kollegen. Und die müssen aber dann, wenn sie nicht in der plastischen Chirurgie sind oder gewesen sind, auch nachweisen, dass sie diese spezielle Behandlung beherrschen. Ja, das hilft immer. Absolut, ja. Aber es gibt halt leider nichts, wo man das dann festmachen kann. Und dann fällt man oft auf ein bisschen Marketing natürlich oder kann da reinfallen. Das stimmt. Wie viele Patientinnen behandeln Sie ganz konkret so im Jahr mit diesem Lipödem? Mit zunehmender Tendenz. Es hat jetzt, als wir die Zertifizierung, die haben wir jetzt erst letztes Jahr bekommen. Und vorher, wie gesagt, war es auch von den Krankenkassen gar nicht genehmigt. Dann hat man das immer als Selbstzahlerleistung gemacht. Jetzt, wo wir diese Genehmigung haben, zusätzlich mehrere pro Woche. Okay. Und mit zunehmender Tendenz. Und aus ganz Deutschland oder ganz Norddeutschland kommen? Zumindest jetzt überregionales Einzugsgebiet, das heißt Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg. Okay.
Okay. Vielleicht können wir nochmal darauf eingehen, wie genau die Therapie verläuft. Sie haben schon gesagt, man versucht es womöglich erstmal konservativ. Wenn das aber nicht klappt, dann muss man eingreifen, im wahrsten Sinne. Absolut, ja. Wie funktioniert das dann, dieser Eingriff? Also im Endeffekt ist es festgelegt, dass man dann eine sogenannte Vibrations- oder wasserstrahlassistierte Liposuktion machen muss. Früher hat man das trocken abgesaugt, da war das nicht effektiv. Heute bringt man eine Tumeszenzlösung in den Körper, in diese Gebiete rein, die wirkt und löst die Fettzellen aus ihrem Verbund. Und dann wird das wie eine klassische Fettabsaugung, eine Liposuktion abgesaugt. Das sind oft mehrere Liter Fett, die man absaugt. Also es ist keine Banalität. Es ist auch festgelegt, wenn das über 3 Liter am Tag sind, müssen Sie das unter Krankenhausbedingungen, unter stationären Bedingungen machen. Ja. Weil natürlich auch Risiken damit verbunden sind. Wenn man zu viel Fett absaugt, gibt es so Dinge wie Lungenembolie, die natürlich auch fatal enden kann. Und deswegen ist es ganz wichtig, solche Patienten nur in entsprechenden Einrichtungen zu operieren. Ja, um sie auch stationär zu beobachten. Richtig. Und dann Nachsorge. Die eine Intensivstation haben, die einen Notfallplan haben. Wenn was passiert, muss man innerhalb von Sekunden reagieren und das können sie halt nicht überall. Und Sie haben schon gesagt, also Risiken gibt es natürlich bei jedem Eingriff. Also hier ist sowas, Lungenembolie könnte auftreten. Was sind andere Risiken, die sie haben da damals, sind? Sie haben immer sogenannte allgemeine. Das sind sie bei jedem Eingriff, ob eine Blutung ist, eine Infektion ist, solche Dinge halt, Narbenbildung, die Probleme machen können und dann spezielle. Lungenembolie ist da ein wichtiges, aber auch genauso, dass natürlich ein Ungleichgewicht der Absaugung da ist, dass es zu zunehmender Hautlappenbildung kommt, die dann irgendwann auch Beschwerden machen kann durch diese Vernarbung innerhalb des Gewebes. Das kann dann im schlimmsten Fall dazu führen, wenn man auch viel absaugt, das heißt die Schicht zwischen Muskulatur und Haut wird immer dünner, dass sie dann auch einen Hautüberschuss haben und eine sogenannte offene Straffung dann machen müssen, zum Teil am Oberarm oder auch den Oberschenkeln. Ja. Was dann auch wieder eine Einzelfallentscheidung der Krankenkasse ist, dass die diese Kosten übernehmen. Okay. Aber da sind wir mittlerweile, unterstützen wir unsere Patientinnen sehr, dass die Chancen da relativ gut sind, dass man das dann auch bekommt. Das ist gut. Und Sie sagten schon, eine Sitzung reicht ja in der Regel nicht. Ne? Es sind mehrere Eingriffe, also mehrere Sitzungen. Über welchen Zeitraum verteilt in der Regel? Über Jahrzehnte, wenn man Pech hat. Ja. Es kann sein, dass Sie mit 1-2 Eingriffen eine deutliche Beschwerdelinderung haben. Ganz wichtig, wir gehen nicht vom Ende der Eingriffe ab, wenn die Ästhetik entsprechend da ist oder gewünscht ist. Das ist wirklich ein wichtiges Gebiet für die Patientinnen. Ja. Aber für uns ist es extrem wichtig, dass die Beschwerden weniger werden. Das natürlich. Ist auch eine Diskussion, die man führen muss, weil dann so unerwartete oder überfordernde Erwartungshaltungen suggeriert werden. Naja, klar, ich kann mir schon vorstellen, das ist natürlich eine Einschränkung ästhetisch, dass man sagt, ich will wieder hergestellt werden und es soll gut aussehen und dann ist auch alles in Ordnung. Aber richtig. So ist es nicht. Genau, es kann auch oft durch diese Hautlappenbildung, die ich beschrieben habe, auch schlechter aussehen, sodass eine Oberschenkelstraffung erfolgen muss. Aber ganz wichtig, die Beschwerden sind weniger. Und wir reden dann im besten Falle, um nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, 1-2, aber es können auch über 10 sein. Also ist auch definitiv festgelegt, auch in den Richtlinien, mehrere. Was auch immer das heißt, meiner Erfahrung nach haben die Patientinnen im Laufe der Jahre mindestens 4 bis 6 Eingriffe. Aber das ist natürlich dann ein sehr langfristiges Projekt. Also eine Erkrankung, die sich immer nur durchs ganze Leben zieht. Das richtig. Ist natürlich auch eine psychische Belastung, kann ich mir, dass man nicht sagt, jetzt habe ich einen Eingriff und ich bin wieder geheilt. Genau, das ist eine lebenslange Erkrankung. Das ist auch ganz wichtig. Die Operation heilt nicht, sie lindert nur Beschwerden. Mhm. Und diese konservativen Dinge mit Kompressionswäsche und entsprechender Entstauungstherapie durch Physiotherapie, die müssen Sie parallel Ihr Leben trotzdem lang beibehalten. Machen, ne? Ja. Trotz des Eingriffs. So ist es. Okay, also das ist natürlich irgendwie ernüchternd. Zwar sind die Beschwerden dann natürlich hoffentlich weniger, aber da gibt es eine gute Erfolgsquote nach den Eingriffen. Absolut. Also es hat sich wirklich, auch meine subjektive Erfahrung, aber auch was mittlerweile in der Literatur sichtbar ist, da haben Sie ein wirklich hocheffektives Mittel, an solchen Patientinnen zu helfen. Okay. Und gibt es noch neue Ansätze in der Forschung, dass man sagt, da tut sich was, das anders behandeln zu können, perspektivisch? Nein. Nein, momentan ist der für uns plastische Chirurgen natürlich Goldstandard, die Liposuktion. Und da gibt es bis jetzt nichts anderes. Weil wir eben schon über die Ursachen sprachen, gibt es auch so eine genetische Disposition, wenn Mütter, sicherlich. Großmütter, aber das weiß man auch nicht genau, ob das eine... Also man weiß halt, wie gesagt, nur, dass es hormonell abhängig ist. Mhm. Und sie haben überall bei solchen Erkrankungen fast immer eine genetische Disposition. So. Aber es kann auch mal eine Generation überspringen. Das ist alles auch sehr, sehr individuell. Aber natürlich, wenn man sagt, in der ganzen Familie hat man es, dann hat man eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass man es auch bekommt. Zumindest mal ein bisschen darauf zu achten und richtig. Ein bisschen alarmiert zu sein. Ne? Und ganz wichtig immer, nicht immer nur zu sagen ästhetisch, sondern was habe ich für Beschwerden? Wird es im Laufe des Tages schlimmer? Und ganz wichtig, diese Berührungsempfindlichkeit. Der normale Patient oder Patientin in dem Falle hat ja, wenn man
dein Arm, dein Bein mal so abtastet, eher im Innenbereich eine Überempfindlichkeit oder eine höhere Sensibilität. Ja. Bei den Lipödem-Patienten ist es eher im Außenbereich, weil dieser Druck durch das Fettgewebe da so massiv ist, dass es da eher wehtut. Auch so ganz kleine Indizien, deswegen wichtig, professionelle Untersuchung, dass man das wirklich besser einordnen kann alles. Genau, ich glaube, das ist schon mal das Fazit, was wir an der Stelle mitgeben können. Also unbedingt zum Facharzt gehen, zum Profi, in ein Zentrum, möglichst hier dann nach St. Georg, wenn man in Hamburg ist, und das abklären lassen und nicht falsch abbiegen, also Richtung Schönheitschirurgie, und selbst sehr viel Geld in die Hand nehmen, um es dann ja auch nicht zu klären am Ende. Richtig. Ne, dann ist wahrscheinlich ästhetisch kurz geholfen, aber eben auch nicht langfristig. Und die Beschwerden sind vor allem dann wahrscheinlich noch da. Das Hauptalter, wie gesagt, 20 bis 30, da ist man ja normalerweise finanziell noch nicht so gut gebettet. Und Richtig. Wenn man dann anfängt und das begleitet einen sein Leben lang, das kann dann schon wirklich auch finanzielle Schräglagen verursachen. Ja, also vielen Dank schon mal für Ihren Besuch, dass Sie aufgeklärt haben. Auch über die Kassenleistung, die ja möglich ist. Da auch nochmal drauf achten, liebe Hörerinnen und Hörer. Und vielleicht nochmal zu Ihnen ganz persönlich. Mhm. Was machen Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind? Dinge, die mir Spaß machen. Das ist immer gut. Ja. Wobei die Klinik natürlich auch Spaß macht. Absolut. Also Dinge, wie viele machen, natürlich Freizeit verbringen, Sport machen. Aber klar, nicht vielleicht nebenbei, ich habe mir jetzt auch, nachdem ich langes überlegt habe, auch wieder ein Motorrad gekauft und genieße das gerade bei tollem Wetter auch ein bisschen damit Sommer rumzufahren. Ein bisschen durch Norddeutschland Absolut. Zu fahren. Sehr Absolut. Macht was wirklich Spaß. Was lieben Sie an Ihrem Beruf? Man merkt ja, dass Sie dafür brennen, dass Ihnen das Spaß macht. Was würden Sie sagen, macht diesen Beruf so faszinierend für Sie? Also im Studium schon fand ich das Praktische in der Chirurgie so faszinierend. Das Handwerkliche. Das Handwerkliche, ja. Aber auch das Intellektuelle dahinter. Also man kann nicht einfach nur mechanisch irgendwas machen, sondern da läuft ein Film im Kopf ab. Was mache ich da genau? Und dann, als ich so die normale Chirurgie durchlaufen habe, fand ich immer faszinierender die plastische Chirurgie. Die plastische Chirurgie ist, banal ausgedrückt, die Chirurgie der Körperoberfläche. Mhm. Und dazu zählt nicht nur Schönheit, da zählen auch Dinge nach Tumoren, die man wiederherstellt, Verbrennungsopfer etc. Das heißt Unfälle. Ne? Unfälle. Mhm. Ich habe ein unheimlich buntes, abwechslungsreiches, vielfältiges Fach, was wie sonst in fast keiner Chirurgie. Und das macht es immer wieder spannend und neu. Das klingt spannend und gut. Vielen Dank, dass Sie da waren und so wunderbar aufgeklärt haben, und einen schönen Sommer dann auf dem Motorrad. Ich bedanke mich vielmals. Und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Dankeschön. Ein Podcast von Funke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.